So, da sind wir wieder. Entschuldigung, kurzer Fail mit der Maus. Macht aber nichts. Wir sind am Start. Ich habe kurz die Zauber geswitcht. Und zwar von Christus auf dem guten Xelly. Das müssen wir nämlich sogar machen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Epische Musik. Hi, Christus. Das hier ist der B-Trupp. Hallo! Sind wir total schüchtern? Das wievielte Mal, Xypher? Ich mag halt Prüfung. Erläuterung der Lage und der Missionsbeschreibung. Na dann, auf geht's! Setzt euch! Der Auftraggeber ist das Dolet Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Seeds weitergeleitet. Dolet wird seit 72 Stunden von den Galbadian angegriffen. 49 Stunden später hat Dolet die Innenstadt aufgegeben. Oh, das klingt nicht gut. Zurzeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. Soviel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genauere Missionsbeschreibung. Die Galbadier planen jetzt die komplette Beseitigung der dolettischen Restverbände. Alles klar, geiler Satz, geiles Wort. Wir werden am Lupo-Strand anlegen. Alter, Sprachfehler vorhin. Wir beseitigen die Galbadier und befreien die Innenstadt. Klingt gut. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Na dann. Und was müssen wir machen? Die Seed-Anwärter sollen den Stadtbereich säubern. Eine wichtige Aufgabe. Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen, hm? Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Vergesst das nicht. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Hammer. Das war's. Wendet euch an Quiz, wenn ihr noch Fragen habt. Xell, like a gentleman, macht den Weg frei. Wir machen nichts. Wir legen gleich an. Haltet euch bereit. Verstanden. Verstanden. Ja, ja. So, Andreas, schau nach, was draußen abgeht. Einige denken, dass Cypher voll böse ist. In Wirklichkeit trainiert er uns ja. Und jetzt in der Mission, allein schon bevor wir eingestiegen sind, will er, dass wir ihn nicht enttäuschen. Er macht es nicht umsonst. Er will schon, dass wir stark sind. Zudem ist er ein Gunblade-Träger, genau wie wir. Und er ist so der Truppenführer. Also, logischste Antwort. Verstanden. Du hast es begriffen. Ich bin schließlich der Truppenführer. So ist es. Ich liebe es. Die Musik ist einfach total episch. Ich liebe einfach dieses gesamte Spiel. Das ist so cool. Der B-Trupp ist für den Marktplatz zuständig. Vor einem Kampf solltet ihr checken, ob die GF gekoppelt sind. Ihr werdet sie brauchen. Haben wir schon. Wir gehen. Alles klar, Chef. Wir hauen ab.
So, geheilt haben wir uns auch. Let's go, Action! Die Truppen, die feindlichen Truppen sind da. So, mal gucken, was Cell an Damage raushaut. Ich habe ihm natürlich das gegeben, was Questus hatte. Und deswegen sollte er eigentlich ein bisschen Damage haben. Moment, was wir auch machen können, ist gerade mal das hier. Da haben wir nämlich ein bisschen was von genutzt. Die eine Runde macht nichts. So, damit ist es dann auch schon wieder voll. Zack. Und das sollte Damage sein. 104 lässt sich sehen. Yep. Ah, Mist, ich wollte meinen Gav rufen, damit ich noch die Freundschaft hochpuddeln kann. Wenn ich schon nicht so viel Damage habe, muss ich wenigstens... Ja, da muss ich wenigstens... Da muss er wenigstens schnell gerufen... Alter, da muss er wenigstens schnell kommen. What the fuck, Sprachfehler vor Duin. Muss ich mir merken. Wird euch jetzt wahrscheinlich nerven, aber ich muss ihn häufiger rufen. Weil er ist erst dann zu machen, wenn es an sich vielleicht schon zu spät ist. Geht nicht, kann ich mir nicht leisten. Ich muss den gerade gegen die feigen Truppen hier verwenden. So, du kriegst auf die Fräse. Dich rufen wir. Nee, kann ich nicht. Seht ihr? Ich kann, wenn ich jetzt drauf war, stirbt er. Deswegen. Gewittersturm in der City. Das war Damage. Seht ihr? Das ist schon nicht bad. Aber ein Spoiler an der Stelle. Wir müssten zu dem Zeitpunkt 1000 Damage raushauen. Kein Witz. Wir müssten zu dem Zeitpunkt 1000 Damage raushauen. Und das ist auch nicht so wirklich so unmöglich. Ah, wir hätten ja quasi... Gleich sind wir am Marktplatz. Hey, ihr galbanischen Feiglinge. Was steckt ihr euch denn? Langweilt mich nicht. Wofür steckt ihr euch denn? Natürlich. Der tickt doch nicht richtig. Ich hatte eigentlich Erinnerung, dass ich den Namen von Cell aussuchen darf auf der PS1. War das nicht so? Da ist einer. Schlitzt ihn auf. An die Wand. Was? Hat er nicht gesagt. So. Wann hätte ich den eigentlich? Mal gucken. Wenn nicht, warten wir noch. Der hat mich angegriffen. Nicht dein Ernst. Nee, kein Bonnet. Okay. Was hast du eigentlich so? Oh, ein bisschen was. Den schlitzen wir weg. Hat er uns gerade weggeschlitzt? Was fällt ihm ein? Ich liebe diese Animation, es tut mir leid. Aber wir müssen es ja machen. Ich will mindestens einmal diese fetten 50 Punkte haben. Wenigstens einmal. Damit ihr einfach mal seht, dass es diesen Trick gibt. Und das ist echt viel Aufwand. Deswegen müsst ihr den eigentlich echt one oder two shotten. Und ich labe immer von irgendetwas und ihr wisst gar nicht von was, ne? Aber wer den Stream schaut, der weiß es. Ich glaube, hier sind noch Feinde. Dann geh mal die Umgebung checken. Alles klar, machen wir. Hallo Köter. Da hinten sehe ich doch schon einen rauslunzen. Komm mal her, kleiner Soldat Rino. Hier wird sie nicht versteckt. Kommen Sie ruhig ran. Wir haben genug Donnerblitz für alle. So, und achtet mal darauf wieder, wie schnell der blaue Balken fällt. Lol, der war echt One-Hit. Alles klar, Xyver, du hast Damage. Ich liebe es, I love it. So, Siegesmusik, das liegt daran, dass wir jetzt alle erstmal beseitigt haben. Vom Level her sind wir relativ gut ausgebalanced. Das gefällt mir. Ich rieche den Feind nicht mehr. Wir riechen den Feind nicht. Alles klar. Wow. Alles klar. Hund. Danke. Xyver. Wir warten, bis mehr Feinde kommen. Ich hasse, by the way, warten. Warten. Ich hasse dieses Wort. Da sind wir schon mal die gleiche, mit der gleichen Meinung. Köter? Was sagst du? Nichts? Oh, die Tür wird erstmal wieder zugeknallt. Oh. Es hat begonnen.
Wir werden sie herzlich empfangen. Hey, du Bastard! Verpiss dich! Oh, da mag jemand keine Hunde. Hey, ihr galbadischen Ärsche! Was rödelt ihr herum? Kommt zu mir, macht mir Freude. Die Stimme, die ich mache, ist schon ein bisschen ballerballer. Was ist denn da hinten? Aha. Oh, die Glocke läutet. Es kommt niemand. Wie lange müssen wir noch warten? Ich weiß es nicht. Es reicht jetzt. Ist das eine Geduldsprobe? Du, das weiß ich auch nicht. Oh, der Hund. Der Hund. Er hat wohl irgendwas gewittert. Irgendwas ist da. Jetzt haut er ab. Da. Ein Galbadier. Ein Soldat Rino. Wo wollt ihr hin? Leise. Hey, der Feind flieht. Wo laufen die hin? Wo laufen die hin? Falsche Stimme. Da ist doch etwas am Berggipfel. Wir gehen dorthin. Das ist gegen unsere Befehle. Sagtest du nicht, die wäre langweilig? Oder nicht? Andreas. Ich füge mich den Truppenführer. Von wegen, Truppenführer. Du willst dich ebenfalls austoben. Ich will sehen, was ich im Training mit dir gelernt habe. Dank dir glaube ich, dass ich jeden hinterhältigen Feind besiegen kann. Ja, du solltest mir dankbar sein. Wie denn? Was denn? Ihr versteht euch ja blendend. Ihr seid aus demselben Holz geschnitzt. Hört mal, das ist kein normaler Kampf. Es ist eine Prüfung. Für eigenmächtiges Handeln gibt es fette Minuspunkte. Dann bleib hier. Wir brauchen keine Klugscheißer. Was hast du gesagt? Nimm's nicht so ernst, Xel. Xyfer, wenn wir gehen wollen, sollten wir das jetzt tun. Der Feind ist in der Anlage am Berggipfel. Wir, der B-Trupp, werden diese Anlage besetzen. Abmarsch! Verstanden. Verstanden. Gut, wir haben noch ein paar Minütchen. Die hauen rein, ab zum Berggipfel. Alter, meine Stimme, ich kann dieses Nahegrüne, diese Stimmen für den Charakter, klar, ich bin erstmal, was das angeht, bin ich nicht so vielfältig. Das merkt man übelst. Ich versuche Xel so ein bisschen Hippie-Stimme zu geben, was ich halt überhaupt nicht kann. So ehrlich sind wir, müssen wir sein. Xyfer so eine tiefe Stimme zu geben. Und ich versuche halt so normal zu reden, aber ich bin, so wie ich jetzt rede, rede ich eigentlich nicht, wenn ich mich selber nachmache. Das ist ganz komisch und lustig zugleich. So. Aber daran muss ich arbeiten. Definitiv. Ja? Da kann ich an ganz andere große YouTuber, da kann ich nicht mithalten. Die machen das 10.000 Mal besser. So. Ja, ihr seht, der blaue Balken ist immer noch ziemlich läppisch langsam. Fällt mir nicht so. Boah, 208er. Boah, der hat ganz knapp überlebt. Ich müsste, wie gesagt, ihn eigentlich nicht einsetzen. Ich müsste ihn nicht rufen. Aber wir brauchen ihn, wenn wir wirklich diese 50 AP haben wollen. Dann brauchen wir ihn. Ohne ihn geht's gar nicht. Und wir brauchen auch Magic Damage. Ganz viel Magic Damage. Blitze! Piu, 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 piu. Kaboom! Explosion. Das ist echt nicht viel, Mann. Nur 520. Oh, das könnte knapp werden, Mann. Verdammt. Boah, gib mir mehr. Oh, Phönixfeder. Oh, zwei Stück. 3 AP. Das hat sich aber wenigstens mal ein bisschen gelohnt. So, GF ist Level aufgestiegen, mehr nicht. Deswegen müssen wir da noch keine Beachtung drauf werfen. Ist nur ein Level gewesen. Oh, das ist nur einer. Da lohnt sich jetzt gar nicht. Aber naja. Das Koppeln mit Cell ist eigentlich gut, weil wir halt 101 Damage machen. Also es ist nicht so bad. Ah, wir haben ja... Moment. Moment. Wir haben ja als Elementeigenschaft Eis. Ich könnte auf Blitz switchen. N-Munition. Geil. Moment. Wir haben Munition erhalten. Warum ist das wichtig? Die N-Munition ist wichtig. Später für etwas Bestimmtes. Runter damit. Cool.
Das freut mich, dass wir so viel Lack hatten und Munition gefunden haben. Ist echt nice. So, was haben wir hier? Was geht hier ab? Was sollen sie mit dem Sendeturm? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, mein Guter. Halte noch durch. Die Hilfe wird später kommen. Als ich klein war, habe ich oft im Sendeturm gespielt. Er war schon damals stillgelegt. Urk. Ich war unvorsichtig. Da ist jemand am Krepieren. Alles klar. Was war das? Wer seid ihr? Wir sind die Seed-Anwärter aus dem Garten. Wie sieht's am Berggipfel aus? Die Galbadia-Soldaten sind in den Sendeturm eingedrungen. Außerdem sollen dort Monster hausen. Wenn ihr dorthin wollt, müsst ihr... Schnell, werf ihn! Oh shit! Was ist denn da? Skandal! Die Monster kommen! Oh, Snake! Ein Hinterhalt! Die meisten XP kassiert der, der den Gegner fertig macht. Lasst mir also welche übrig. Immer diese falsche Stimme, Alter. What the fuck? Okay, es gibt Action. Erstmal Instant GF rufen. Warte mal, was hast du denn so zum Saugen? Feuer, Vita, Zaubern, 400, 407. Wir heilen uns mal, weil wir haben an sich am meisten XP, Leben verloren. XP verloren, lol. 177 kann sich sehen lassen. Geht aber besser. So, Schlitz, 54 Damage. Nicht wirklich worth it. Oh, 123. Er hat uns lieb. Die Schlange hat uns lieb. Sie will mit uns nur knuddeln. Aber wir... Ja, wir wollen sie auch knuddeln. Mit ein bisschen Elektrizität. Elektrizität. Also dieses Wort ist auch echt verdient, ne? So richtiger Zungenbrecher. Keine Angst, Snake. Du hältst bestimmt ein bisschen was aus, oder? Stell dir vor, du arbeitest am Kraftwerk. Boah, 512. Sogar gegen die Schlange. Not bad, not bad. So. Nein, nicht... Nein. Angreifen. Angreifen. Und Donnerschlag. Bands. Schattennebel. Ja, geh auf mich, geh auf mich. Spuck mich voll, Bitch. Oh, nee. Xypher kriegt's ab. Xypher, du wurdest angespuckt. Das hat irgendwas zu bedeuten. Ich glaube, der mag dich. So, unsere Freundschaft ist vielleicht jetzt so... Ja, auf 800. Wenn wir Glück haben, so 820, 30 vielleicht. Ist immer noch ein weiter Weg bis zum Maximum. Aber wir werden das schon gebacken kriegen. Ich believe. Wir haben Analyse. Ich werde mein Bestes geben, Leute. Ich will die 50 AP haben. Ich will es euch zeigen. Believe. Wir schaffen das schon. Donner! Mit voller Kraft! Jetzt müsste es nur noch regnen. Bam! Ist nochmal ein 500er. In dein Gesicht, Schlange. Umwickeln. Whee! Snake hat uns so lieb. Ich mag auch Snake. Ich meine, wer mag nicht... Oh. Krass. Warum Spezialangriff? Oh, sehr... Oh, Snake ist down. Xypher wollte gerade Spezialangriff machen, aber Snake hat gesagt... Nein, meine Schuppen, ich bin down. So, XP auf Doom. Xypher Level 10, juckt kein Schwein. Zaubersplitter 4, juckt kein Schwein. 4 AP, juckt mich, ist gut. Monster. Das ist übel. Wir haben eben mehr Spaß. Kommt jetzt. Spaß? Er meinte Spaß? Warum? Ich kann es nicht glauben. Er sagte Spaß. Aber an der Stelle ein Erdbeben. What? So, an der Stelle wieder ein Cut. Wir sehen uns morgen. Es müssen wieder 20 Minuten sein. Plus, minus, wer weiß. Bis dann.